Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Ich will immer Stream sagen. Ja, wir sind immer noch im Porokeldorf. Oder wenn die Schlümpfe ein japanischer Anime wäre, wäre das hier Schlumpfhausen. Ja, nur fertig sind wir hier noch nicht. Ich war zum Beispiel noch nicht da oben, habe ich das Gefühl. Ah, das werden wir sicherlich auch noch irgendwie hinkriegen, da hochzukommen. Ah. Von der Plattform da drüben, habe ich das Gefühl, könnten wir da hinkommen. Dumm. Also von hier aus. Jo. Da kommen wir auch hier gut rüber. Und landen erstmal hier. Hier könnten wir eine Truhe öffnen. Und eine Vergeltung erhalten. Sehr schön. Mal gucken, wer hier drin noch wohnt. Oh, das ist aber ungewöhnlich. Wir bekommen hier nicht oft Besucher. Wow, ich habe noch dir so ein kleines Tier in meinem Leben gesehen. Die meisten Tiere versuchen uns aufzufressen und wir werden immer vollgesammert. Aber du bist wohl viel zu klein dafür. Und du hast auch eine hübsche Bemalung. Ich schätze, du bist kein gewöhnliches Tier. Warte mal, du bist doch nicht der Gott, von dem Ishaku immer erzählt, oder? Ach du meine Güte, so sieht er sein Gott aus. Ich habe noch nie zuvor einen gesehen. Wir Koropoke sind die einzigen, die die Götter sehen können, weißt du? Und jetzt weiß ich auch, warum. Menschen könnten niemals etwas so Kleines sehen. Ich bin ja normalerweise nicht so klein. Hallo, kleiner Gott. Wir Koropoke sind die einzigen, die Götter sehen können. Weißt du, ich schätze, das liegt daran, dass Menschen so etwas Kleines nicht sehen können. Ja, euch Koropokel können sie ein bisschen sehen, nachdem sie auf euch draufgetreten sind. So. Dann bewegen wir uns wieder hier runter. Und besuchen jetzt mal den Dorfältesten, der hier oder hier drüben hier wohnt. Der wird nämlich von zwei Möchtegern-Koropokel-Wachen bewacht. Mit ihren super gefährlichen Stöcken. Ich erkenne doch diesen Geruch. Wer ist da? Nein, das kann nicht sein. Aber dieses Gemälde würde ich überall wiedererkennen. Du bist Ami. Ami! Du bist es. Als du diese Welt nach diesem brutalen Kampf verlassen hattest, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich dich jemals wiedersehen würde. Meine Augen sind auf meine alten Tage schlechter geworden, aber ich kann es spüren. Ich kann die Tränen spüren, die auch du zu verbergen versuchst. Wahrscheinlich erinnert sich Amaterasu nicht mal daran. Ja, ignoriere mich einfach. Das ist die Ami, die ich kenne. Ja, erkennt ihr Isun hier wieder? Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, so klein zu werden. Aber diese Unhöflichkeit von dir beweist mir zweifelsfrei, wer du bist. Ja, da ist sogar ein Bild von uns an der Wand. Wahrscheinlich hat er das noch gemalt, also ein Bild von Amaterasu. Ich sehe, du hast immer noch keinen Respekt vor den Älteren. Ja. Ich bin nicht mehr der kleine Junge, an den du dich erinnerst, Ami. Ich bin erwachsen geworden und bin jetzt der Anführer von Pongtan. Ja, ich bin der legendäre Schwertkämpfer Ishaku. Legendärer Schwertkämpfer Ishaku, selbsternannter. Ja. Ich habe meinen Weg in der Welt gemacht, seitdem wir uns das letzte Mal trafen, oder etwa nicht?
du kannst ruhig so gucken, aber ich weiß, dass du beeindruckt bist. Aber ernsthaft, ich spüre etwas in dir, das mir Sorgen bereitet. Deine göttlichen Kräfte sind erheblich geschwächt. Ich nehme mal an, du hast noch nicht alle 13 von ihnen wieder zurück, oder? Die Dinge haben sich erheblich geändert, seit wir das letzte Mal seitdem gekämpft haben. Die Menschen haben nicht mehr den Glauben an die Götter wie früher. Also nehme ich mal an, es ist nur natürlich, dass du jetzt schwächer bist. Es ist traurig, die ohne deine alte Stärke zu sehen. Ja, die Regenwolken machen es eindeutig über ihm. Deshalb lass es mich dir direkt sagen, Ami. In deinem augenblicklichen Zustand kannst du unmöglich gegen die Kräfte der Finsternis kämpfen. Wir sind sehr beeindruckt. Also sag mir, hast du diesmal keinen Begleiter? Bedeutet das nein? Du bist den ganzen weiten Weg allein gekommen? Ich hatte nicht erwartet, dich mit jemandem bestimmt zu sehen. Nun gut, ist ja auch egal, es ist nicht weiter wichtig. Ami, du weißt es bestimmt schon, aber in deinem augenblicklichen Zustand kannst du unmöglich den Herrscher der Finsternis besiegen, hast du gerade schon gesagt. Wir Koropokel haben schon immer gewusst, dass eines Tages diese Finsternis kommen würde. Darum haben wir trainiert, göttliche Gesandte zu sein. Du scheinst ja wirklich alles vergessen zu haben. Göttliche Gesandte sind die Boten der Götter. Die Götter können nicht weiterleben, solange die Menschen nicht an sie glauben. Wir Koropokel sind die einzigen, die direkt mit den Göttern kommunizieren können. Und wir üben uns als Künstler, um der Welt ihre göttlichen Kräfte zu lehren. Aber nur die Besten von uns werden für diese Ehre ausgewählt, die Ehre, ein göttlicher Gesandter genannt zu werden. Ich war der sechste göttliche Gesandte, als ich mit dir reiste. Aber ich bin jetzt alt und nicht mehr so stark wie früher, also habe ich mich dazu entschieden, alles, was ich hier gelernt habe, meinen Leuten beizubringen. Ich war sehr streng, aber es hat sich ausgezahlt. Es ist beinahe jeder würdig, ein göttlicher Gesandter zu sein. Also, Ami, sieh dich im Dorf um und sprich mit ihnen. Es ist deine Entscheidung, wer der siebte göttliche Gesandte wird. Wen auch immer du aussuchst, es wird dich auf deiner Reise begleiten. Ihre erstaunlichen Bilder werden der Welt deine göttlichen Hälfte zeigen. Wenn die Leute an dich glauben, dann wird sicher deine alte Stärke wiederkommen. Dann und nur dann wirst du in der Lage sein, die Finsternis zu besiegen. Was ist? Du ignorierst mich schon wieder, oder? Nicht so wichtig, ich weiß eh, was du denkst. Du denkst über das Geistertor nach, oder? Nur ein Narr wäre an so etwas interessiert. Dieses abscheuliche Tor bringt nur Unglück. Das kannst du mir glauben. Wenn du es öffnest, dann wirst du von widerwärtiger, unheimlicher Luft umgeben. Es gibt auf der ganzen Welt keinen Grund, es jemals zu öffnen. Auf jeden Fall kann es ohne mein teures Schwert, den Shimaru, nicht geöffnet werden. Aber vergiss das. Wie geht deine Suche nach dem göttlichen Gesandten voran? Es ist bestimmt hart, bei all dem Talent hier zu wählen. Was? Gibt es etwas, das du mir sagen willst? Nur für die Akten, ich habe keinen Enkelsohn mehr. Dieser schlimme Tunichgut hat sein Training abgebrochen und ist weggerannt. Außerdem hat er eins meiner kostbaren Bilder genommen. Er ist nicht länger mehr mein Enkelsohn. Ich habe mich vor ihm losgesagt. Du denkst über das Geistertor nach, oder? Nur ein Nachwehr so etwas interessiert. Dieses Blablabla kennen wir schon. Hallo Wolf, ist dein Unterricht mit Ishako beendet? Jo. Und ich hoffe, es ging alles gut. Er genießt es, Besuch zu bekommen. Komm also bald wieder mal vorbei. Ja, ich versuche jetzt einfach mal Isot hier reinzuschleppen. Da ich ja eh mit Isot schon ziemlich viel hier hinter mir habe. Bist du jetzt fertig? Was? Es sieht so aus, als ob du da was sagen möchtest. Das Geistertor? Willst du mir sagen, dass Lika da durchgegangen ist? Hehe, du bist so leicht zu lesen wie ein Buch. Du, da werde ich auch nicht reingehen. Das bringt nichts als Scherereien. Wenn du gehen willst, dann frag den alten Ishako um Hilfe. Isun, bist du das wirklich? Wer ist da? Isun, ich bin es, Mia. Oh, Mia. Also bist du endlich nach Hause gekommen und ich wette, du bist ein wirklicher göttlicher Gesandter geworden.
Genau wie dein Unfall Schako und alle haben. Wie dein Opa Ishako und alle haben es gewusst, dass du es schaffst. Aber warum kommst du nicht ins Dorf? Oh, ich verstehe, du willst sie nicht sehen, stimmt's? Halt mal die Klappe. Was? Was soll dieser göttliche Gesandte-Geschichte? Hör doch auf. Was würde es denn schon bedeuten, so etwas zu werden? Ich lebe lieber glücklich und ohne Sorgen. Ich kann nicht glauben, dass du so etwas sagst. Also bedeutet das, dass du nicht mehr malst? Ihr Korumpuk soll den Leuten doch helfen, an diese Götter zu glauben. Ansonsten werden die Götter für immer ohne Macht bleiben. Erinnerst du dich? Ich sagte halt die Klappe. Wenn du das Malen so sehr magst, bitte dann mach's doch. Aber auf mich kannst du dabei nicht zählen. Geh woanders mit deinen dummen Ideen und närrischen Plänen hausieren. Isun. Geh weg, wir sind beschäftigt. Wir haben wichtige Dinge am Geistertod zu erledigen. Was? Hör zu, ich habe keine Zeit, dir bei den langweiligen Bildern zu helfen. Lass uns von hier verschwinden, Ami. Isun, warte. Isun, gehst du wirklich zum Geistertor? Versuchst du das kleine Euna-Mädchen um jeden Preis zu finden? Komm schon, Ami, wir haben hier bereits zu viel Zeit verschwendet. Lass uns endlich gehen. Bist du denn immer noch nicht fertig im Dorf? Du, wenn du da nochmal reingehst, dann musst du das alleine machen. Ich passe. Dann lass uns von hier verschwinden. Ich glaube, da sind wir hergekommen. Das heißt, wir müssen da links weiter. Innerhalb Josfet. Okay, Ami, das Geistertor liegt weiter dort vorne. Sogar wir Korupugeln gehen nur selten so weit in den Wald. Niemand weiß, wann es gebaut wurde und gar wer es gemacht hat. Man sagt, dass das Öffnen des Tors nur Unglück verursacht, aber ich bezweifle, dass wir dort irgendjemand treffen werden. Schließlich kann niemand außer dem Ältesten der Korupugel das Tor öffnen. Und dazu ist der Weg in die Tiefe des Waldes wie ein Labyrinth. Er ist sogar noch verwirrender als der Teil, durch den Kai uns geführt hat. Aber wenn du wirklich dorthin willst, dann werde ich dich führen. Was willst du machen, Ami? Zum Geistertor. Okay, dann lass uns mal mit Höchstgeschwindigkeit zum Geistertor rennen. Bleib dich bei mir, Fake-Knoll. Ich will ja nicht, dass du dich verläufst. Okay, wieder so ein Akt. Jetzt bewegt sich auch noch der Durchgang. Ernsthaft. Wie furchtbar gemein. Ein Türkisklunker. Die strahlende Farbe weckt ein Gefühl des Neubeginns. So, 30 Sekunden. So kommen wir jedenfalls da ziemlich viel Glück. Oh, nicht schon wieder die Nummer. Auf, vor allem so tut das weh. Eine verstreute Perle, yay. Okay, die wollte ich doch bewerfen, wie es aussieht. Au.
Gegner auch noch. Oh, furchtbar. Ne, gegen den kämpfe ich jetzt nicht. Habe ich eigentlich auch gar keinen Grund dazu. Achso, da ist der Durchgang. Der bewegt sich hoch. Au. So, die beiden. Ein Porzellantopf, yay. Okay, ich muss mich mal heilen, sonst wird das nicht gut ausgehen. Weil irgendwie ist das schwieriger, als es aussieht, durch diese Dinger durchzukommen. Das war schmerzhaft. Hört auf, mich so zu bombardieren. Das ist nicht nett. Au. Ich hoffe, sie sind bald durch, aber ich bezweifle es. Ja, wieder so eine Kacke. Ach, je. Au. Oh. Nein. Hier wird mich die Kamera jetzt wieder natzen, habe ich so das Gefühl. Noch eine verstreute Perle, yay. Uff. Au. Ganz ehrlich, das Environment macht mehr Schaden als Gegner. Genau sowas meine ich. Ein Tintenstein, yay. Yeah.